Es ist der letzte Vorrundenspieltag bei dieser Rekonstruktion der Fußballweltmeisterschaft 1990 in Italien. Das Achtelfinale nimmt so langsam Formen an. Heute nach dem letzten Spiel, das wir in Palermo begutachten dürfen, haben wir die K.O.-Runde dieses Turnieres fix. Wir sind allerdings vorher in Verona, das Entscheidungsspiel um den Gruppensieg, und der Achtelfinalgegner Deutschlands eben in Bentegodi, in Verona. Belgien gegen Spanien in einer Neuauflage des Viertelfinals von Mexiko 86. Danach in Palermo, Republik Irland gegen den Europameister, gegen die Niederlande. Luis Suarez weicht nicht von seiner Linie. Auch im letzten Gruppenspiel nicht, wo man noch die Möglichkeit hat, den Belgiern den Gruppensieg wegzuschnappen von der Nase. Wir sind im Stadio Marcantonio Bentegodi in Verona. Andoni Zubizarreta immer noch auf der Bank. Das ist das, was die in Spanien, in den spanischen Medien nicht ganz verstehen. Hat man noch die WM 86 erfolgreich mit ihm bestritten, ist jetzt für Luis Suarez Juan Carlos Ablanedo die Nummer 1 bei diesem Turnier. Die Gründe wissen nur Andoni Zubizarreta im Idealfall und Luis Suarez, wenn wirklich der Torwart des FC Barcelona nicht ganz hundertprozentig fit ist, um hier diese Weltmeisterschaft zu bestreiten. Los geht's! Spanien ganz in Weiß, von links nach rechts, die Belgier ganz in Rot, die Neuauflage des Viertelfinales von 1986, und die Spanier wittern da so ein wenig auch die Revanche. 4 Jahre zuvor in Mexiko hatten die Spanier im Elfmeterschießen gegen Belgien den kürzeren ziehen müssen. Das ist Baquero. Es scheint so, als ob auch auf Seiten Belgiens Gittis auf Enzo Schifo verzichtet für dieses Spiel. Wird er schon für das Achtelfinale geschont. Vasquez. Eric Gerets treibt ihn da raus auf die, schon auf die Außenbahnposition. Die Flanke kommt ein wenig zu kurz. Baquero. Einwurf für die Roten Teufel. Abseitsposition von Utragueno, ganz knapp. Für Spanien, wie gesagt, geht es eigentlich nur noch um den Gruppensieg. Mit einem Sieg gegen Belgien, wenn sie die Belgier schlagen können, dann werden sie das Achtelfinale hier in Verona austragen gegen Deutschland. Also quasi ist das Ganze auch hier schon die Suche des Achtelfinalgegners für die deutsche Mannschaft. Wird es Belgien oder Spanien? Darauf läuft es sich hinaus. Was hätte man als DFB-Auswahl lieber? Das ist die andere Frage. Utragueno wieder am Abseits.
Klaasen, Göllemans im Zusammenspiel mit Klaasen. Oblanedo lenkt den Ball an den Querbalken. Riesenglück für Spanien. Raus resultiert in der Ecke. Dann ins Nix. Juan Carlos Abanero von Sporting Gijón. Der Torwart der Wahl. Just in diesem Moment für Luis Suárez. Der Ball für Körlemans bestimmt. Halbe Stunde rum. Die Belgier hatten die dickste Möglichkeit bisher in diesem Spiel. Und sie lassen den Emilio Butragueño ein ums andere Mal im Abseits stehen. Jetzt war es nicht Butragueño, jetzt war es Miguel Bardeza von Real Zaragoza. Lange Bälle aus dem eigenen Hälfte. Belgier stehen sehr hoch und können auch dementsprechend schnell die Abseitsfalle, auch relativ früh die Abseitsfalle zuschnappen lassen. Zittert das Netz, aber von oben. Jan Körlemans, 33 Jahre alt, von Club Brügge. Den Vasquez, hier. Gegen zwei Mann. Junge Mittelfeldspieler von Real Madrid das Nachsehen. Versabe über links gegen zwei. Fast bis auf die Grundlinie runter. Im letzten Augenblick noch mit dem Kopf da gewesen und geklärt. Klaasen. Raus. Und Spanier mit der Möglichkeit, wenn es schnell genug geht, zu kontern. Eine Minute gibt es obendrauf. Mittlerweile sind wieder die Spieler nachgerückt in der Defensive. Somit die Konterchance verpufft. Und mit diesem 0:0 gehen wir in die Halbzeit. Spanier begannen ordentlich. Chancen mangelt es allerdings auf Seiten der Furia Roja, die hier ganz in Weiß unterwegs sind. Stattdessen sind die Belgier die gefährlichere Mannschaft. Hier der Schuss von Göllemans ist es, glaube ich, gewesen. Gegen Ablanedo, der den Ball noch an den Querbalken lenken kann. Dann hatten wir noch den einen Freistoß gehabt. Ja, es war Nico Klaasen, der den Schuss da abgesetzt hat. Und Körlemans war mit dem Freistoß gefährlich. Ja, es ist für die Belgier das Spiel. Spanier bisher noch nicht in Genuss gekommen, Michel Preud'homme zu testen. Mal schauen, ob sich das in den zweiten 45 Minuten ändert. Stand jetzt wäre Spanien der deutsche Gegner im Achtelfinale bei dieser Weltmeisterschaft. Und was erzähle ich Ihnen da? Es ist nicht Belgien. Es ist Belgien. Es ist nicht Spanien. Spanien wäre es bei einem Sieg. Es ist Belgien, die gegen Deutschland ran müssten. In einem Achtelfinale hier in Verona.
Vaquero. James Darlins hat ein bisschen Grün vor sich, wenn er seinen Gegenspieler entwischen kann. Kann den Ball nicht vernünftig kontrollieren. Läuft mit diesem jetzt aus. Oh, Achtung! Padreza! Da ist das Tor! Da ist das Tor für Spanien! Und jetzt wären sie Gruppensieger der Staffel E und Deutschlands Gegner im Achtelfinale. Es ist ein individueller Fehler. Es ist ein Fehler von Lai Kleisters, der einen spanischen Spieler anschießt. Miguel Padreza ist zur Stelle. Miguel Padreza, der Mann von Real Zaragoza. Und Butragueño, der den Ball angeschossen kriegt. Mit der Vorlage und Spaniens Führung nach 53 Minuten. Plovie. Ja, das ist nicht schlecht. Und die prima Antwort, die optimalste Antwort. Dann ist es Jan Köllmanns mit dem Ausgleich. Flanke von Plovie, die wird lang und länger. Senkt sich im richtigen Moment ab. Auf die Platte von Köllmanns. Ablanedo verschätzt sich. Dann ist die lange Ecke offen. Und somit alles wieder auf Anfang. Hier in Verona. Marc Emmers. Starlitz. Kommt er zu Eric Gerritz. Ja, Ball ein bisschen zu weit. Nico Klaassen kommt da nicht hin, ist nicht groß gewachsen genug. Ricardo Vázquez. Für der Mittellinie. Die Spanier wieder neu. Lässt Emmers stehen. Fürs Erste, aber dann der Pass runter auf die linke Seite. Zu ungenau. Eric Gerritz. Immer noch Eric Gerritz. Bringt die Flanke. Klaassen. Kriegt nicht genug Druck hinter. Doppelwechsel. Auf Seiten Spaniens. Eine Absicherung für die Defensive und ein neuer Impuls für die Offensive. Gersaver. Grätsche ging ins Nix. Die zweite war ebenfalls nicht gut genug, um die Belgier vom Ball zu trennen. Starlitz. Wer ist er? Im Strafraum. Kein Problem für Ablanedo, diesen Ball sicher in den Händen festzuhalten. Fernando Hierro, Pardesa, für den Fehler, der Belgier ausnutzen konnte, nachdem er von Butragueño, nachdem Butragueño angeschossen wurde. Die spanische Führung dann erzielte, die allerdings nur von kurzer Dauer genießbar wurde.
für den Europameister von 1964. Für den Vize-Europameister von 1984. 10 Minuten sind es noch. Stand jetzt die Roten Teufel aus Belgien. Deutscher Achtelfinalgegner Van der Elsner. Das war nicht überlegt. Aber Glück stand da im Abseits. Fernando gegen 2. Das ist Emmers. Gegen 2 kann er sich durchsetzen. Guerrero immer noch. Na, es gibt Eckball. Geht der Ball für Belgien. Van der Elst, Klaassen. Zweiter Ball, Stalens. Und da wird der eigene Mann angeschossen. Da wird der eigene Mann angeschossen. Das hätte durchaus richtig gefährlich werden können. Wäre Nico Klaassen nicht im Weg gewesen. Emmers. Nochmal eine Chance vielleicht für die Belgier. Zwingend notwendig haben sie nicht. Van der Elst. Da ist der Ball weg. Und das Spiel beendet. Spanien und Belgien trennen sich 1:1. Belgien ist Gruppensieger der Staffel E und somit Gruppensieger und auch Deutschlandgegner im Achtelfinale dieser Weltmeisterschaft. Das wollte ich eigentlich sagen. Und Spaniens Gegner wird heute noch im Laufe des WM-Tages ermittelt. Hören wir hier nochmal auf, die ein oder andere Torschung sehen. Butragueño, da haben wir es, der Ball von Lai Kleisters, der Butragueño anschießt und Miguel Pardeza an Prudhomme vorbei, gezirkelt den Ball ins Tor. Nur 3 Minuten später konnte Keulemans für Belgien ausgleichen. Im Großen und Ganzen ist dieses Ergebnis auch verdient. Es ist das gleiche Ergebnis unter anderem auch wie 4 Jahre zuvor in Mexiko nach 120 Minuten. Da stand es ebenfalls 1:1. Die Belgier hatten dann am Ende im Elfmeterschießen die Nase vorn. Einmal kurz rübergeblickt nach Udine zum Parallelspiel der Gruppe E zwischen Südkorea und Uruguay. Und unser letztes Gruppenspiel werden wir dann euch aus Palermo präsentieren, die Republik Irland gegen die Niederlande. Uruguay sollte dieses Spiel am besten gewinnen, um hier noch eine Chance auf das Achtelfinale bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft zu haben. Sie haben noch mehr zu verlieren als ihr Gegner aus Südkorea, die Uruguayer, sie tun sich richtig schwer. Hier die Asiaten, die machen einen prima Job, den zweimaligen Weltmeister so hart auf die Füße zu treten. Kaum Chancen für den zweimaligen Weltmeister. Und wenn die Chancen dann da sind, dann ist es sowas wie eben Aguilera, den wir gerade gesehen haben, der den Ball mal so völlig am Tor wegplatziert. Dann in der 66. Minute gibt es eine Himmelfahrt im uruguayischen Strafraum. Da sehen sie alle nicht gut aus. Und am Ende ist es Taiho, Lee Taiho mit dem 1:0 für Südkorea, Fernando Alves. Und dann hat man
das Verteidigen stumpf weg vergessen. Und im Falle der Nummer 21, William Castro, gnadenlos eingestellt. Uruguay auf einmal mit dem Rücken zur Wand. Francescoli, Fonseca, aber das ist immer das leidige Spiel. Daniel Fonseca. Uruguay hat nicht so wirklich richtig ins Spiel gefunden. Torchancen, Mangelware, konnten nicht herausgespielt werden. Und am Ende hatte Südkorea dann auch die ein oder andere Möglichkeit, hier noch einen weiteren Treffer zu markieren. Denn sie benötigen ja im Idealfall noch ein Tor, um das Achtelfinale bei dieser Weltmeisterschaft zu erreichen. Und da ist dann die Möglichkeit für Li Yang-sil. Der hat das 2:0 hier auf dem Fuß, um Südkorea zum ersten Mal ins Achtelfinale, zum ersten Mal die Vorrunde zu überstehen bei dieser Weltmeisterschaft. So bleibt es dann bei diesem 1:0. Und man schnappt sich Platz 3. Aber aufgrund der Tordifferenz wird es nichts mit dem Achtelfinale. Un ragazzo che cresce va alimentato con cura e intelligenza. In questo ti aiuta la qualità di Barilla e Mulino Bianco, una qualità riconosciuta anche dal mondo dello sport. Barilla e Mulino Bianco sono stati scelti da Italia 90 come prodotti ufficiali per mangiare sano. Mondiali 90. L'emozione più bella diventa più dolce con Bomboniera Algida. Un'emozione da condividere con chi senti vicino. Fino in fondo, fino alla finale. Vieni anche tu. Con Bomboniera Algida puoi vincere 2 dei 150 biglietti in palio per la finalissima di Roma. La Bomboniera Algida. Voglia di stare insieme. Der Europameister, klarer Favorit in dieser Partie, die Iren. Nach dem überraschenden 2:0 Auftakt-Sieg gegen England mit dem Dämpfer und der 0:1 Pleite gegen Ägypten. Mit dem Rücken zur Wand stehend, muss man nicht unbedingt sagen. Sie haben von allen die beste Ausgangsposition, wenn es im Falle eines Falles um die der besten Gruppendritten geht für das Achtelfinale bei dieser Weltmeisterschaft. Die Niederlande möchte Nägel mit Köpfen machen, mit einem Sieg den Gruppensieg festmachen hier in der Gruppe F. Und dafür steht auch Marco van Basten wieder zur Verfügung für Oranje. Nach seiner Verletzung, die er im Auftaktspiel erlitten hat gegen Ägypten, ist er wieder 100% fit und stürmt vorne neben den Kapitän, neben Ruud Gullit. Oranje in Weiß. Die Republik Irland in Grün von rechts nach links. Im Parallelspiel in Cagliari trifft England auf Ägypten. Das als kleine Randnotiz für die letzten beiden Spiele der Gruppenphase dieser Italia 90 Rekonstruktion. Die Rekonstruktion der Fußballweltmeisterschaft hier im Jahre 1990 in Italien. Ray Houghton gegen Coman. Kann die Flanke an den Mann kriegen. Zumindest in den Strafraum, kriegt ihn nicht an den Mann. Es ist warm. Das war den ganzen Tag schon warm in Palermo und auch generell hier im WM-Studio, in das wir uns verzogen haben. Es ist eben un'estate italiana, wie Eduardo Benato und Gianna Nannini es prophezeit haben. Es ist ein italienischer Sommer. Es ist ein warmer Sommer. Und es ist auch ein Sommer
voller Fußball. Es wird gepfiffen für die Iren. Sheridan Houghton van Breukelen kann den Ball nicht festhalten. Immer noch gefährlich. Whelan Houghton. War es dann letzten Endes der eigene Mann, den er angeschossen hat? Ja, es war der eigene Mann. Da wurde es mal ganz kurz brenzlig im Strafraum der Niederländer. Auf irischer Seite haben wir ja gerade gesehen, Stapleton in der Anfangsformation mit dabei. John Aldridge auf der Bank. Tony Cascarino auf der Bank. Stapleton und Niall Quinn sollen das richten. Sheridan! Mal mit einer Torchance. Jan Wouters. Zielspieler von Tegelen kommt nicht an diesen Lupfer, an diesen halbhohen Ball heran. Prillit von McGrath, von Basten. Muss man es zu zweit lösen und da war es zu viel für den Unparteiischen. Freistoß für die Republik Irland. Gut gespielt. Quinn van Breukelen. Das macht die Erfahrung. Hans van Breukelen. 33 Jahre alt. Beim PSV Eindhoven. Der Hüter des Tores. Nicht nur in der holländischen Nationalmannschaft. Van Erle. An allen vorbei. Vielleicht jetzt mal von der anderen Seite. Van Tegelen. Spielt den kurz. Van Basten. Van Basten mit der Chance. Allerdings zu zentral auf den Torwart. John Sheridan. McGrath. Krüllit sitzt da. Unterstützt damit. McGrath. Rechts Houghton. Da hat man gut aufgepasst. Wichtig, dass Krüllit aus Sicht der Iren da den Ball verliert. Das hätte durchaus bitterböse ausgehen können. Krüllit. Jetzt ist er vorbei an allen. Ruud Krüllit. Und Offensiv-Foul. Wohl gepfiffen vom Schiedsrichter. Ich habe da jetzt nichts erkannt. Die 40. Minute ist gleich rum. Eine Minute gibt es obendrauf. Aaron Winter mit einer Körpertäuschung an Whelan vorbei. Flanke kommt. Marco van Basten kriegt da nicht genug. Hat er vernünftig Druck aufgebaut. Und somit gehen wir mit einem 0:0 in die Halbzeit. Hier in Palermo zwischen der Republik Irland und den Niederlanden. Jetzt sehen wir ja gleich nochmal die Möglichkeit,
die sich aufgetan hat für die Iren. Ja, doch, weit verzogen. Ich glaube, das muss sie gewesen sein. Wo Hans van Bloeke dann rauskam, genau. Da war Packy Bonner zur Stelle im Kasten der Iren bei diesem Schuss von Marco van Basten. Vielmehr hat die Regie nicht eingefangen. Es ist ein ausgeglichenes Spiel. Irland zwar mit mehr Ballbesitz, aber so vom Ablauf, vom Spielablauf, beide Mannschaften haben ihre Möglichkeiten. Beide Mannschaften können mit einer Aktion das Spiel an sich reißen für die Niederländer. Sie möchten den Gruppensieg hier erreichen. Im Idealfalle ist ein Sieg vonnöten, aber es kommt darauf an, wie es auf dem anderen Platz in Cagliari steht, zwischen England und Ägypten. Da würde es sogar auch ein Unentschieden reichen. Das kriegen wir aber erst in ein paar Minuten mit, wenn wir auch das Ergebnis und die Szenerien in Cagliari gesehen haben. Irland vom Anstoß weg mit dem Ballverlust. Ruud Gullit klopft mal kurz an. Erwin Koman. Ball gesucht wird, Ruud Gullit. Morris, und dann ist es Van Tiggelen, der mit dem Fehler. Quinn. Boah. Riesenglück. Riesenglück, dass sich dieser Fehler von Adrie Van Tiggelen nicht zurückgefeuert kommt. Riesenmöglichkeit für Irland. Und das ist eine gute Position. Oh je, oh, oh, oh. Aufpassen, nicht, dass hier die Gemüter überkochen. Das geht zentral, der Freistoß. Ronnie Whelan vom FC Liverpool. Quinn Stapleton nicht im Abseits gewesen. Eckhardt gegen zwei. Winter. Gullit, Reichardt, Erwin Koeman, Wouters, Van Basten. Marco Van Basten, was macht er? Gullit, schießt er seinen Vereinskollegen an. Über Hans van Breukelen. Ja, eine Stunde gespielt. Der bisher einzige Torschütze der Niederlande bei dieser Weltmeisterschaft wird jetzt eingewechselt. Das war doch perfektes Timing. Richard Witschke, Siegtorschütze gegen Ägypten. Jetzt für Jan Wouters auf dem Platz. Auch die Iren haben getauscht. Reichardt. Hier haben wir Richard Witschke. Seite ganz viel grün für Winter. Gute Idee. Da kommt Witschke nicht ganz mit. Aber da wäre es ja auch schon fast wieder gewesen. Stapleton mit dem Offensivfoul. Da ärgert er sich. Frank Stapleton. Witschke. Van Erle. Winter.
Stapleton, da ist Quinn, alleine gegen Kuhmann. Bindet Stapleton mit ein. Und dann ist es Barry van Erle. Phillips. Aaron Winter, eine Viertelstunde ist noch. Ah, zu weit vorgelegt. Zu weit vorgelegt. Das war auch die letzte Aktion von Aaron Winter. Für ihn jetzt Brian Roy. Auf dem Feld. Fitschke. Drei über rechts. Nimmt die Winterposition ein. Barry van Erle. Ball ist nicht schlecht. Roy kommt da nicht ganz hin. O'Leary. Sheedy. Sheridan. Stapleton. Quinn. Wird der Raum dazu gemacht. Achtung, Van Breukelen. Wichtig, dass er da rauskommt. Kevin Kuhmann, Gleitek, 90. Minute. Ist jetzt rum. Eine Minute und vielleicht noch eine Chance, die sich hier vielleicht auftun kann. Oder einigt man sich auf das 0:0? Man einigt sich auf das 0:0. Die Niederlande ist sicher im Achtelfinale bei dieser Weltmeisterschaft. Bei den Iren kann man das natürlich auch sagen. Mit 4 Punkten sollten sie den Vorteil gegenüber England haben. Je nachdem, ob die Engländer das gewonnen haben oder nicht. Oder mit einem Sieg Ägyptens wird Ägypten vielleicht Gruppensieger. Das wissen wir alles noch nicht. Das ist alles noch reine Spekulation. Wir haben das Ergebnis aus Cagliari noch nicht. Wir werden uns das gleich in aller Ruhe anschauen, bevor wir dann uns der K.O.-Runde und einen Überblick uns verschaffen über die K.O.-Runde dieser Fußballweltmeisterschaft Rekonstruktion 1990. Aus 24 mach 16 Mannschaften. Ich höre gerade, in Cagliari ist auch da das Spiel beendet. Die Highlights stehen uns parat und damit gehen wir runter. Beziehungsweise hoch. Wir befinden uns ja am südlichsten Punkt dieser Weltmeisterschaft hier in Palermo auf Sizilien. Nehmen wir die Fähre hoch nach Sardinien, Cagliari, England gegen Ägypten. England unter Siegesdruck gegen Ägypten. Nach 10 Minuten haben wir direkt schon einmal die erste Aktion für die Engländer. Ein weiter Ball auf Gary Lineker. Chevalier, der Torhüter, sieht nicht gut aus. Und er sieht für sein Einsteigen gegen Lineker die rote Karte. Also Geschichte wird neu geschrieben. Es ist nicht Gianluca Pagliuca, der als erster Torhüter die rote Karte bei einer Weltmeisterschaft sieht. Und die dritte Bestrafung folgt auf den Fuß. Gary Lineker mit dem 1:0. Und das erste Tor für England bei dieser Weltmeisterschaft. Das macht er ganz trocken. Der Torschützenkönig der Weltmeisterschaft von Mexiko 1986. Ansonsten die Engländer natürlich mit dem einen Mann mehr dominant, auch wenn es durchaus mal übermotiviert in den Zweikampf geht. John Barnes haben wir gerade gesehen, der hat die gelbe Karte kassiert.
ein neuer Torwart. Die Engländer haben ein wenig durchrotiert. Peter Shilton ist auf der Bank geblieben und hier sehen wir das erste Mal David Seaman von den Queen's Park Rangers. In den zweiten 45 Minuten ein gefährlicher Freistoß von John Barnes, der von Thabet El Batal, dem Torwart, der reingekommen ist, entschärft wurde. Beim zweiten Treffer von Gary Lineker konnte er allerdings nichts ausrichten. Das war schön herausgespielt von Steve Ball mit dem 2:0. Und am Ende gibt er ja quasi komplett aufgegeben. John Barnes, ein langer Sololauf über links. Wartet, bis jemand mitkommt. Steve Ball macht seinen Namen aller Ehre. Ein Bullenkopfball des Mannes von den Wolverhampton Wanderers. 3:0 für England. Die Entscheidung in Cagliari und zumindest auch die Entscheidung, dass England doch noch bei dieser Weltmeisterschaft nicht nur Tore schießen, sondern auch ein Spiel gewinnen kann. Denn das 3:0 ist ausschlaggebend dafür, dass England das Achtelfinale erreicht. Aber noch ist hier nicht aller Tage Abend. Hodge hat nochmal eine Flanke reingebracht. Es ist ein Offensivfoul von Ball gewesen. Ball kommt nach dem Freistoß wieder zurück von dem Mann von den Wolves. Und da wird es nochmal bitterböse gefährlich. Da knallt der Ball an den Pfosten von Steve Ball. Hätte es durchaus gut und gerne noch ein Tor mehr geben können. So bleibt es dann beim 3:0. England geht als Gruppenzweiter hinter den Niederlanden nach deren Unentschieden gegen Irland ins Achtelfinale bei dieser Weltmeisterschaft. Das war die Gruppenphase der Weltmeisterschaft 1990 in Italien. Hier seht ihr einmal den Blick auf das Tableau des Achtelfinales unserer Rekonstruktion. Und ihr werdet sehen, wenn ihr die Turnierbäume vergleicht, wir haben kein Spiel, was so wirklich im Achtelfinale stattgefunden hat. Ein Schmankerl bietet es uns doch. Nämlich das Spiel der Italiener im Olympiastadion in Rom. Der erste richtige Härtetest für den Gastgeber. Und es geht gleich gegen den dreimaligen Weltmeister Brasilien. Wir machen einen Tag Pause. Dann gehen wir rüber nach Neapel und dann nach Bari. Das erste Achtelfinale, was wir beleuchten dürfen. Die Rumänen gegen Jugoslawien, die sich mit diesem 4:0 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate aufgrund der mehr geschossenen Tore sich für das Achtelfinale als einer der besten Gruppen Dritten qualifizieren konnte. Und am Abend in Bari gibt es das Spiel zwischen den USA und Schweden. Die Schweden, die wir das erste Mal über volle Länge sehen dürfen. Wohl angemerkt. Das war's von der Gruppenphase. Einmal eine kleine Pause und wir sehen uns dann übermorgen wieder zum ersten Achtelfinaltag bei der Rekonstruktion dieser WM 1990 in Italien. Mein Name ist Mr. Wildstyle. Alla prossima. Bis dahin.